willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Wetterau-Nachrichten. Wir schalten jetzt zu unserem Reporter Lutz Fischer Lambrecht. Markus, du hast Zeit kurz für die Wettigen-Nachrichten. Das ist schön, wir wollen euch ganz herzlich gratulieren. Wir als Wettigen sind stolz, dass es den ersten Regierungsrat gibt aus Wettigen. Los, wie fühlst du dich? Ja, also momentan recht aufgewühlt. Also mit so einem Empfang, den man bekommen hat, da, so einen herzlichen Empfang, wirklich, das geht wirklich unter die Haut, so da, wie das jetzt abgelaufen ist, wenn man da runterkommt und so eine Menschenmenge von Wettigerinnen und Wettiger vom Bezirk vom Kanton Aargau empfangen wird. Wunderschön und das tut wirklich gut. Ja, muss man vielleicht dazu sagen, die Leute sehen das ja gar nicht. Wir sind bei der Lägerbräu, die CVP trifft sich hier, um die Wahl zu feiern. Und beim nicht ganz so guten Abschneiden von der CVP ist natürlich dein Wahlsieg, sage ich einmal, ist das, wo uns am meisten freut. Wie wären die nächsten Tage für dich ausgesehen? Ja, die nächsten Tage, morgen werde ich wieder arbeiten. Also nicht gerade morgen um 7 Uhr, aber ich war auch heute Morgen im Büro gewesen. Also für mich ist die Arbeit immer noch da, was man macht. Das ist Gemeinde Wettigen und die liegt mir immer noch am Herzen und die wird mir immer noch am Herzen bleiben. Das freut uns. Du, wir wünschen dir alles, alles Gute, viel Erfolg. Sind stolz auf einen guten, fähigen Regierungsrat, also aus unserer Sicht. Ja, und gratuliere dir ganz, ganz herzlich. Alles Gute, Markus. Danke vielmals. Merci, Wettigen. Danke.